Eine Landschaft, die dem Laufe der Zeit standhält. Alles scheint aufeinander abgestimmt zu sein. Die Wälder und Wiesen, die Obstgärten und Weinberge zwischen den nahen Flussauen und fernen Hügeln. Eine Landschaft, die zugleich eine Gutsherrschaft war. Über 400 Jahre lang im Besitz der Fürsten von Liechtenstein. Fast uneingeschränkt konnten sie hier ihre Macht ausüben, über das Leben ihrer Untertanen genauso bestimmen wie über die Gestaltung der Landschaft. Die monumentalen Akzente, die sie hier setzten, sind aber immer nur Teile des Ganzen. Das Ganze, das ist ein kunstvoll gestaltetes Wechselspiel zwischen Kultur und Natur, Gebäuden und Gewächsen, Stein, Wasser und Erde in immer neuen Varianten auf einer Fläche von 200 Quadratkilometern. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist das Schloss Waltice, lange Zeit der wichtigste Landsitz der Fürsten von Liechtenstein an der Grenze zwischen Mähren und Niederösterreich. Von hier aus mehrten sie den Grundbesitz der Familie, bis er große Teile von Mähren und Böhmen, Österreich und dem Alpenrheintal umfasste. Ihr Vermögen verdankten sie einem ausgeprägten Instinkt für vorteilhafte Machtbündnisse, einer geschickten Heiratspolitik und günstigen Erbschaften. Seit dem 17. Jahrhundert gehörten sie zu den ranghöchsten Adelsgeschlechtern am Kaiserhof in Wien. Als 1781 Fürst Alois I. Chef des Hauses wurde, konnte er sich ungestört den Künsten und Wissenschaften widmen, denn nach langen Kriegsjahren herrschte endlich Friede in Mitteleuropa. Nur wenige Kilometer von Waltice entfernt, in der Talniederung der Thaya, lag das Schloss Lednice, der Sommersitz der Fürsten. Alois nahm sich vor, die angrenzenden Auwälder in einen Park umzugestalten, mit geometrischem Grundmuster nach französischem Vorbild. Die Thaya selbst, die sich in weiten Bögen durch die Auenlandschaft schlängelte, sollte in den Park einbezogen, die Sümpfe trockengelegt werden. 8 lange Alleen, die sternförmig zusammenliefen, durchzogen die Wälder. An den Schnitt- und Endpunkten bildeten exotische Bauten einen kunstvollen Kontrast zu den natürlichen Wuchsformen der Bäume. Im Mittelpunkt der Anlage stand der Sonnentempel, den der fürstliche Baudirektor Josef Hartmut in einem Achteck aus Kastanienbäumen platzierte. Sonnentempel und Pavillon wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts abgerissen. Ein anderes Bauwerk von Josef Hartmut aus dieser Zeit aber ist erhalten. Das Minarett. Vom Minarett hat nie ein Muezzin gerufen, noch hat das Gebäude je als Moschee gedient. Wichtig war allein die orientalische Anmutung, der Reiz der fremden maurischen Formen, mit denen der fast 60 Meter hohe Aussichtsturm geschmückt ist. Es gab damals ganze Kataloge von solchen Staffagebauten, die das Naturerlebnis bereichern sollten. Der Architekt Josef Hartmut übrigens war ein Meister nicht nur dieses Fachs. Er mischte Graphit und Lehm zu einer Mine, setzte sie in einen Holzmantel ein und erfand damit den Bleistift. Fürst Alois war ein Freund der Baukunst, aber auch ein kühler Rechner. Seine Besitzungen sollten möglichst hohe Erträge erwirtschaften. 1802 engagierte er den Wiener Gärtner Josef van der Schoot und schickte ihn nach Amerika, um verwertbare, vor allem schnell wachsende Forstgehölze ausfindig zu machen. In den folgenden 4 Jahren schickte van der Schoot Tausende von Samen und Jungpflanzen an die fürstlichen Baumschulen in Lednice zurück. Die amerikanischen Kiefern- und Pappelarten, die hier herangezogen wurden, brachten später hohe Gewinne auf dem Brennholzmarkt. Nachfolger von Fürst Alois wurde 1805 sein Bruder Johann, der es als Kavallerieoffizier bis zum Feldmarschall gebracht hatte. Kaum hatte er sein Erbe angetreten, wurde Wien von den Franzosen besetzt. Als Kommandeur der Kavallerie der verbündeten Österreicher und Russen kämpfte er in der Schlacht bei Austerlitz gegen Napoleons Truppen.
Nach dem Sieg der Franzosen führte er für den österreichischen Kaiser die Friedensverhandlungen mit Napoleon, der ihn sehr schätzte. Ausgerechnet in dieser Zeit politischer Turbulenzen begann Fürst Johann mit der Umgestaltung seines Parks in Lednice. Aus dem Flussbett der Thaya ließ er einen großen See ausgraben und mit dem Erdaushub 16 Inseln aufschütten. Der Fluss selbst wurde um den Park herumgeleitet. Mit Schaufeln und Schubkarren leisteten bis zu 700 Menschen 6 Jahre lang Schwerstarbeit. Dann wurde die inzwischen kahle Landschaft genau nach Plan mit Bäumen und Sträuchern aus den fürstlichen Baumschulen neu bepflanzt. Gerade die amerikanischen Bäume mit ihren schönen Laubfarben und ausladenden Formen kamen im Park gut zur Geltung. Fürst Johanns Gestaltungsdrang ging aber viel weiter. Er betrachtete den ganzen Gutsbesitz um Lednice und Waldtice als eine natürliche Parklandschaft, die mit Kunst veredelt werden sollte. Ein römischer Triumphbogen, der Göttin Diana gewidmet, zelebriert die Erfolge und Niederlagen der Jagd und lädt mitten im Wald zum Rendezvous und zum Verweilen ein. Fürst Johann liebte weite Aussichten, vor allem wenn sie wie Gemälde wirkten. Ungetrübt sollte das Naturbild sein, heiter und schön. In diese friedfertige Landschaft hinein setzte er genau berechnete Akzente. Die Tempel, Villen und Kolonnaden, die er errichten ließ, illustrierten mit ihren idealen Formen die Harmonie und Symmetrie, die nach klassischer Meinung der ganzen Schöpfung zugrunde liegen. Die raue Wirklichkeit mit ihrer Zerstörung und Gewalt drang in diese Welt nicht hinein. Das Schlachtfeld von Austerlitz mit seinen 24.000 Toten lag nur 40 Kilometer weit entfernt. Aber hier galt nur klassisches Ebenmaß. Ganz ohne Funktion war die schöne Form dennoch nicht. Mal verbarg sich dahinter eine Meierei, mal eine Fasanerie. Hinter dieser Kolonnade konnten sich die Jagdgäste des Fürsten Johann in einem kleinen Saal Erfrischungen servieren lassen. Der Standort der drei Grazien wurde mit Bedacht gewählt. Sie stehen in direkter Blickbeziehung zu einer Villa am Berghang gegenüber. Vom Teichschloss schaut man hinunter auf einen der großen Fischteiche, die zwischen Waldtice und Lednice natürlich entstanden sind und vielen verschiedenen Vogelarten Schutz und Nahrung bieten. Die gelassene Schönheit der Natur wird gesteigert durch den fast entrückt wirkenden Apollo-Tempel oben am Steilufer. Die Strahlen der untergehenden Sonne bringen die Fassade zum Glühen. Auf dem Bergrücken oberhalb des Barockschlosses in Waldtice errichtete Fürst Johann ein monumentales Denkmal für seinen Vater und seine verstorbenen Brüder. Vorbild für das Bauwerk war die Kolonnade im Park der kaiserlichen Residenz Schönbrunn. Die Macht der Liechtenstein-Dynastie wird hier demonstriert, zugleich auch ihre Verbundenheit mit der feudalen Ordnung der Habsburg-Monarchie. Vorbilder der nachfolgenden Generation aber befanden sich nicht mehr in Wien, sondern in England und waren in einer ganz anderen Formensprache gefasst. 1837 wurde Fürst Alois II. Nachfolger seines Vaters Johann. Er hatte viel Zeit in England verbracht und dort erlebt, wie der Adel seine Stellung auch in einer vom Bürgertum geprägten Gesellschaft behaupten konnte. Künstlerischer Ausdruck dieses veränderten Machtgefüges war die Neugotik. 1848 wurden auch im Habsburger Kaiserreich die letzten feudalen Rechte des Adels abgeschafft.
Der Fürst von Liechtenstein blieb dennoch einer der reichsten Männer Europas. Er leistete sich den Umbau seines Sommersitzes in Lednice ganz im neugotischen Modestil. Die barocke Reitschule und die romantische Parklandschaft, die sein Vater und sein Onkel geschaffen hatten, ließ er unangetastet. Erhalten blieb auch die ursprüngliche Blickachse vom Schloss zum Minarett, das in 1400 Meter Entfernung hinter den Inseln am Seeufer steht. Bei der Ausstattung der Gesellschaftsräume mag Fürst Alois die königliche Residenz Windsor Castle als Vorbild vor Augen gehabt haben. Vielleicht sollte auch sein Landsitz wie der eines Souveräns wirken. Auf alle Fälle schickte er seinen Architekten Georg Winkelmüller auf eine Studienreise nach England. Kein Stilbruch trübt das erlesene Kunsthandwerk. Die Räume wirken wie Illustrationen eines Ritterromans. Die fürstliche Familie allerdings hielt sich nur wenige Monate im Sommer in dieser Kulisse auf. Zur Jagdsaison im Herbst wurden viele Gäste eingeladen. Danach zogen Familie und Hofstaat in die Hauptresidenz nach Wien zurück. Bereits im 18. Jahrhundert hatte es in Lednice eine Orangerie gegeben. Die größte in den deutschen und österreichischen Kaiserreichen, wie es hieß. Für tropische Pflanzen aber war sie nicht geeignet. Fürst Alois beschloss, das barocke Gebäude abzureißen und durch ein modernes, beheizbares Gewächshaus ersetzen zu lassen. Nach Konstruktionsprinzipien, die in England entwickelt worden waren, baute Georg Winkelmüller in den Jahren 1843 bis 1845 ein riesiges Gebäude aus Gusseisen und Glas. 92 Meter lang und 13 Meter hoch. Die Kosten für den Bau überstiegen sogar die finanziellen Möglichkeiten eines Fürsten von Liechtenstein. Fürst Alois konnte die Rechnung des Schlossers nicht bezahlen und musste seine Herrschaft Josefsdorf an ihn abtreten, um die Arbeiten am Eisengerüst zu entlohnen. Unter dem schützenden Glashimmel gestalteten die fürstlichen Gärtner ein tropisches Paradies. Zu den einige hundert Jahre alten Orangenbäumen kamen Kamelien, Magnolien, Araukarien und weitere im damaligen Europa seltene Pflanzen. Draußen unter freiem Himmel wurde die von Van der Schoot gegründete Sammlung amerikanischer Bäume und Sträucher um Raritäten aus der ganzen Welt ergänzt. Rund 700 unterschiedliche Gehölzarten werden noch heute im Park von Lednice gepflegt. Seit 1945 sind die Fürsten von Liechtenstein nur noch Herren ihres souveränen Fürstentums zwischen Österreich und der Schweiz. Die einmalige Gartenlandschaft aber, die sie in Mähren und Niederösterreich schufen, hat Kriege und Besetzung, Mangel und Not überdauert und ist in ihrem Wesen intakt geblieben. Eine überwältigende, von Menschen geschaffene Symbiose von freier und gestalteter Natur, von Baukunst und Gartenkultur. Ihr Vermögen verdankten sie einem ausgeprägten Instinkt für vorteilhafte Machtbündnisse, einer geschickten Heiratspolitik und günstigen Erbschaften. Seit dem 17. Jahrhundert gehörten sie zu den ranghöchsten Adelsgeschlechtern am Kaiserhof in Wien. Als 1781 Fürst Alois I. Chef des Hauses wurde, konnte er sich ungestört den Künsten und Wissenschaften widmen, denn nach langen Kriegsjahren herrschte endlich Friede in Mitteleuropa. Nur wenige Kilometer von Waltice entfernt, in der Talniederung der Thaya, lag das Schloss Lednice, der Sommersitz der Fürsten. Alois nahm sich vor, die angrenzenden Auwälder in einen Park umzugestalten, mit geometrischem Grundmuster nach französischem Vorbild. Die Thaya selbst, die sich in weiten Bögen durch die Auenlandschaft schlängelte, sollte in den Park einbezogen,
die Sümpfe trockengelegt werden. 8 lange Alleen, die sternförmig zusammenliefen, durchzogen die Wälder. An den Schnitt- und Endpunkten bildeten exotische Bauten einen kunstvollen Kontrast zu den natürlichen Wuchsformen der Bäume. Im Mittelpunkt der Anlage stand der Sonnentempel, den der fürstliche Baudirektor Josef Hartmut in einem Achteck aus Kastanienbäumen platzierte. Sonnentempel und Pavillon wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts abgerissen. Ein anderes Bauwerk von Josef Hartmut aus dieser Zeit aber ist erhalten. Das Minarett. Vom Minarett hat nie ein Muezzin gerufen, noch hat das Gebäude je als Moschee gedient. Wichtig war allein die orientalische Anmutung, der Reiz der fremden maurischen Formen, mit denen der fast 60 Meter hohe Aussichtsturm geschmückt ist. Es gab damals ganze Kataloge von solchen Staffagebauten, die das Naturerlebnis bereichern sollten. Der Architekt Josef Hartmut übrigens war ein Meister nicht nur dieses Fachs. Er mischte Graphit und Lehm zu einer Mine, setzte sie in einen Holzmantel ein und erfand damit den Bleistift. Fürst Alois war ein Freund der Baukunst, aber auch ein kühler Rechner. Seine Besitzungen sollten möglichst hohe Erträge erwirtschaften. 1802 engagierte er den Wiener Gärtner Josef van der Schoot und schickte ihn nach Amerika, um verwertbare, vor allem schnell wachsende Forstgehölze ausfindig zu machen. In den folgenden 4 Jahren schickte van der Schoot tausende von Samen und Jungpflanzen an die fürstlichen Baumschulen in Lednice zurück. Die amerikanischen Kiefern und Pappelarten, die hier herangezogen wurden, brachten... Eine Landschaft, die dem Laufe der Zeit standhält. Alles scheint aufeinander abgestimmt zu sein. Die Wälder und Wiesen, die Obstgärten und Weinberge zwischen den nahen Flussauen und fernen Hügeln. Eine Landschaft, die zugleich eine Gutsherrschaft war. Über 400 Jahre lang im Besitz der Fürsten von Liechtenstein. Fast uneingeschränkt konnten sie hier ihre Macht ausüben, über das Leben ihrer Untertanen genauso bestimmen wie über die Gestaltung der Landschaft. Die monumentalen Akzente, die sie hier setzten, sind aber immer nur Teile des Ganzen. Das Ganze, das ist ein kunstvoll gestaltetes Wechselspiel zwischen Kultur und Natur, Gebäuden und Gewächsen, Stein, Wasser und Erde, in immer neuen Varianten auf einer Fläche von 200 Quadratkilometer. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist das Schloss Waltice, lange Zeit der wichtigste Landsitz der Fürsten von Liechtenstein an der Grenze zwischen Mähren und Niederösterreich. Von hier aus mehrten sie den Grundbesitz der Familie, bisher große Teile von Mähren und Böhmen, Österreich und dem Alpenrheintal umfasste. Ihr Vermögen verdankten sie einem ausgeprägten Instinkt für vorteilhafte Machtbündnisse, einer geschickten Heiratspolitik und günstigen Erbschaften. Seit dem 17. Jahrhundert gehörten sie zu den ranghöchsten Adelsgeschlechtern am Kaiserhof in Wien. Als 1781 Fürst Alois I. Chef des Hauses wurde, konnte er sich ungestört den Künsten und Wissenschaften widmen, denn nach langen Kriegsjahren herrschte endlich Friede in Mitteleuropa. Nur wenige Kilometer von Waltice entfernt, in der Talniederung der Thaya, lag das Schloss Lednice, der Sommersitz der Fürsten. Alois nahm sich vor, die angrenzenden Auwälder in einen Park umzugestalten, mit geometrischem Grundmuster nach französischem Vorbild. Die Thaya selbst, die sich in weiten Bögen durch die Auenlandschaft schlängelte, sollte in den Park einbezogen, die Sümpfe trockengelegt werden.
8 lange Alleen, die sternförmig zusammenliefen, sollte. Ein römischer Triumphbogen, der Göttin Diana gewidmet, zelebriert die Erfolge und Niederlagen der Jagd und lädt mitten im Wald zum Rendezvous und zum Verweilen ein. Fürst Johann liebte weite Aussichten, vor allem wenn sie wie Gemälde wirkten. Ungetrübt sollte das Naturbild sein, heiter und schön. In diese friedfertige Landschaft hinein setzte er genau berechnete Akzente. Die Tempel, Villen und Kolonnaden, die er errichten ließ, illustrierten mit ihren idealen Formen die Harmonie und Symmetrie, die nach klassischer Meinung der ganzen Schöpfung zugrunde liegen. Die raue Wirklichkeit mit ihrer Zerstörung und Gewalt drang in diese Welt nicht hinein. Das Schlachtfeld von Austerlitz mit seinen 24.000 Toten lag nur 40 Kilometer weit entfernt. Aber hier galt nur klassisches Ebenmaß. Ganz ohne Funktion war die schöne Form dennoch nicht. Mal verbarg sich dahinter eine Meierei, mal eine Fasanerie. Hinter dieser Kolonnade konnten sich die Jagdgäste des Fürsten Johann in einem kleinen Saal Erfrischungen servieren lassen. Der Standort der drei Grazien wurde mit Bedacht gewählt. Sie stehen in direkter Blickbeziehung zu einer Villa am Berghang gegenüber. Vom Teichschloss schaut man hinunter auf einen der großen Fischteiche, die zwischen Waltice und Lednice natürlich entstanden sind und vielen verschiedenen Vogelarten Schutz und Nahrung bieten. Die gelassene Schönheit der Natur wird gesteigert durch den fast entrückt wirkenden Apollo-Tempel oben am Steilufer. Die Strahlen der untergehenden Sonne bringen die Fassade zum Glühen. Auf dem Bergrücken oberhalb des Barockschlosses in Waltice errichtete Fürst Johann ein monumentales Denkmal für seinen Vater und seine verstorbenen Brüder. Vorbild für das Bauwerk war die Kolonnade im Park der kaiserlichen Residenz Schönbrunn. Die Macht der Liechtenstein-Dynastie wird hier demonstriert, zugleich auch ihre Verbundenheit mit der feudalen Ordnung der Habsburg-Monarchie. Windsor Castle als Vorbild vor Augen gehabt haben. Vielleicht sollte auch sein Landsitz wie der eines Souveräns wirken. Auf alle Fälle schickte er seinen Architekten Georg Winkelmüller auf eine Studienreise nach England. Kein Stilbruch trübt das erlesene Kunsthandwerk. Die Räume wirken wie Illustrationen eines Ritterromans. Die fürstliche Familie allerdings hielt sich nur wenige Monate im Sommer in dieser Kulisse auf. Zur Jagdsaison im Herbst wurden viele Gäste eingeladen. Danach zogen Familie und Hofstaat in die Hauptresidenz nach Wien zurück. Bereits im 18. Jahrhundert hatte es in Lednice eine Orangerie gegeben. Die größte in den deutschen und österreichischen Kaiserreichen, wie es hieß. Für tropische Pflanzen aber war sie nicht geeignet. Fürst Alois beschloss, das barocke Gebäude abzureißen und durch ein modernes, beheizbares Gewächshaus ersetzen zu lassen. Nach Konstruktionsprinzipien, die in England entwickelt worden waren, baute Georg Winkelmüller in den Jahren 1843 bis 1845 ein riesiges Gebäude aus Gusseisen und Glas. 92 Meter lang und 13 Meter hoch. Die Kosten für den Bau überstiegen sogar die finanziellen Möglichkeiten eines Fürsten von Liechtenstein. Fürst Alois konnte die Rechnung des Schlossers nicht bezahlen und musste seine Herrschaft Josefsdorf an ihn abtreten, um die Arbeiten am Eisengerüst zu entlohnen. Unter dem schützenden Glashimmel gestalteten die fürstlichen Gärtner ein tropisches Paradies.
Zu den einige hundert Jahre alten Orangenbäumen kamen Kamelien, Magnolien, Araukarien und weitere im damaligen Europa seltene Pflanzen. Draußen unter freiem Himmel wurde die von Van der Schoot gegründete Sammlung amerikanischer Bäume und Sträucher um Raritäten aus der ganzen Welt ergänzt. Rund 700 unterschiedliche Gehölzarten werden noch heute im Park von Lednice gepflegt. Seit 1945 sind die Fürsten von Liechtenstein nur noch Herren ihres souveränen Fürstentums zwischen Österreich und der Schweiz. Die einmalige Gartenlandschaft aber, die sie in Mähren und Niederösterreich schufen, hat Kriege und Besetzung, Mangel und Not überdauert und ist in ihrem Wesen intakt geblieben. Eine überwältigende, von Menschen geschaffene Symbiose von freier und gestalteter Natur, von Baukunst und Gartenkultur.